wollte aber meine Frage von vorhin einmachen. Sie haben gesagt, mehr Freiheit. Ja. Aber was würde uns mehr Freiheit bringen in einer Welt, wo so die Marktwirtschaft prägt von Angebot und Nachfrage? Weil es ist ja so, dass die Unternehmer, die sowieso die Großen, die Kleinen aufpressen, die würden es ja auch machen mit den Mehrregeln. Weil sie verstehen nicht ganz, was uns die weniger Regeln bringen. Aber du schaffst ja gerade mit den vielen Regeln oftmals den Kleinen, weil es ja für einen Großen leichter ist, eine riesige Rechtsabteilung zu haben und das alles zu verwalten. Das heißt, gerade wenn du eine Überregulierung hast, sind oft die Kleinen, die am stärksten betroffen sind. Jetzt muss ich leider nach Graz. Okay? Baba. Herr Außenminister, kurze Frage nur. Wie sehen Sie jetzt die Situation am Brenner mit Italien, dass eben eventuell ein ähnlicher Wahn wie in Spielfeld vor 3 Jahren wieder passieren könnte oder vor 2 Jahren eigentlich? Derzeit ist Italien kooperativ und versucht, die Flüchtlinge nicht alle in Richtung Norden weiter zu winken. Aber wir sind natürlich vorbereitet und je mehr Menschen in Italien ankommen, desto größer ist die Gefahr, dass dieses Weiterwinken wieder einsetzt. Und das werden wir jedenfalls verhindern. Gut, dann sage ich danke und wünsche gleich im Vorfeld alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.